Jedi Meister Yoda lehrt Luke Skywalker in das Imperium schlägt zurück, dass die dunkle Seite der Macht nicht stärker war als die helle. Doch ein uralter Konflikt zwischen den Jedi und den Sith bewies, dass seine Lektionen möglicherweise sogar falsch waren. Und genau über diesen Konflikt reden wir heute. Und damit herzlich willkommen zurück, Freunde der Macht, zu diesem neuen Video. Im ersten Star Wars Film wurde die dunkle Seite zwar erwähnt und durch Darth Vader als böse dargestellt, aber es wurde nie erklärt, was sie von der guten Seite, wie Luke sie nannte, unterscheidet. Laut Yoda geht es bei der dunklen Seite um Wut, Angst und Aggressionen, während ein Jedi sich dafür entscheidet, die Macht für sein Wissen und Verteidigung zu nutzen und niemals als Erster zum Angriff. Dies wurde zur Grundlage der Jedi-Philosophie und der hellen Seite, die in den nachfolgenden Star Wars-Filmen und Fernsehserien erweitert wurde. Yoda sagt Luke jedoch auch, dass die dunkle Seite nicht stärker ist, aber das Franchise hat wiederholt gezeigt, dass dies nicht ganz und nicht immer stimmt. Natürlich ist eines der zentralen Themen der Saga, dass Macht nicht alles ist, aber Yodas Worte sind es dennoch wert, analysiert zu werden. In einem Star Wars Videospiel wurde ein Kampf zwischen den Jedi und den Sith gezeigt, der den Vorteil der dunklen Seite perfekt demonstriert und zeigt, warum Yoda aus einem bestimmten Blickwinkel Unrecht hatte. Die Plünderung von Coruscant wurde für Star Wars The Old Republic von BioWare entwickelt und war der Höhepunkt des Krieges zwischen der Republik und dem Sith-Imperium. Während der Schlacht griffen etwa 50 Sith den Jedi-Tempel an und überwältigten die Jedi und ihre Soldaten. Die Jedi verteidigten sich zwar tapfer, waren den Sith, angeführt vom furchterregenden Darth Malgus, aber letztlich nicht gewachsen. Nachdem er die letzten Jedi getötet hatte, verließ Malgus triumphierend den Tempel, während die Sith-Kräfte den Planeten bombardierten, die Republik dezimierten und den Jedi-Orden im Chaos zurückließen. Die dunkle Seite ist mächtig, verleiht ihren Anwendern Fähigkeiten, die die Jedi nicht nutzen können oder wollen, und macht einen einzelnen Sith zu einem Gegner für mehrere Jedi. Wäre dies nicht der Fall, dann würden sich nicht zahllose Sith die dunklen Seite zuwenden, um ihre Gier zu befriedigen. Und zahllose Jedi würden sich nicht von ihren falschen Versprechungen verführen lassen. Yoda hat sich zwar in dieser Hinsicht über die dunkle Seite geirrt, aber er hat perfekt erklärt, warum die Jedi sie trotzdem nicht nutzen. Die dunkle Seite ist offensiv stärker, aber die Jedi sind in der Verteidigung viel geschickter. Das mag sie im Kampf benachteiligen, aber die Jedi wissen, dass die dunkle Seite zwar der schnelle und einfache Weg zur Macht sein mag, aber letztlich jeden korrumpiert, der sie benutzt. Anakin Skywalker hat sich vorgemacht, er könne die dunkle Seite nutzen, um seine Frau vor dem Tod zu bewahren, aber ihr korrumpierender Einfluss verwandelte ihn in ein Monster, mit dem sie nichts zu tun haben wollte. Sie machte ihn auch übermütig, sodass Obi-Wan Kenobi ihn auf Mustafa besiegen konnte. Dieses Thema setzt sich in Lukes letztem Duell mit Darth Vader in die Rückkehr der Jedi-Ritter fort, wo er seinen Vater schließlich besiegt, indem er seiner Aggressionen nachgibt. Zum Glück erkannte Luke, dass das Töten seines Vaters ihn nur auf den gleichen Weg bringen würde wie diesen und wirft seine Waffe weg. Das zeigt, dass es bei echter Macht nicht nur ums Gewinnen geht, sondern auch darum, wie ein Mensch gewinnt. Etwas, das die Sith nie verstehen könnten. Aber was ist eure Meinung zu dem ganzen Thema? Schreibt mir das sehr, sehr gerne unten in die Kommentare. Findet ihr, dass die helle oder die dunkle Seite mächtiger ist? Ich bin wirklich sehr gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Ansonsten hoffe ich, wie immer, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, zeigt mir das doch gerne mit einem Like und einem Abo auf diesem Kanal. Das würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Vielen herzlichen Dank an der Stelle und ich hoffe, wir hören uns auch wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, bleibt gesund und möge die Macht mit euch sein.